So, ich hatte ja schon angekündigt, unsere Reise geht weiter. Wir begeben uns jetzt, ich habe vorher geguckt, wo das liegt, Richtung Süden, nämlich von Essen nach Düsseldorf. Da warten wir im Moment noch. Hallo Hendrichs, grüße Sie. Hallo. Jetzt waren Sie schneller, als ich denken konnte. Herr Hendrichs von Saint-Gobain Weber, aktiv in 60 Ländern, 10.000 Mitarbeiter, spezialisiert auf Fassadenlösungen und Wärmedämmung. Sie sind Marktmanager Putz- und Fassadensysteme und wollten uns gerne was sagen zur Wärmedämmung der Zukunft. Einer der Kollegen vorhin hat Ihnen schon eine Steilvorlage geliefert zum Thema Recycling, hat gemeint, da kommt gleich noch was Spannendes von Saint-Gobain Weber. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Schön. Danke für die Einleitung. Ich werde jetzt also vielleicht kurz zum Unternehmen nochmal. 10.000 Mitarbeiter klingt immer großartig. Weltweit natürlich ist Weber Teil des Saint-Gobain-Konzerns und gehört damit zur selben Gruppe wie Regips und Isover zum Beispiel. Und Weber international hat über 10.000 Mitarbeiter. In Deutschland sind wir die Saint-Gobain Weber Deutschland GmbH mit roundabout 800 Mitarbeitern. Also man kennt sich noch in dem Laden und man weiß, wen man fragen muss, wenn man mal was Wichtiges erfahren möchte. Sie kennen 800 okay, Leute. Ich bin beeindruckt. Immerhin, nein, nicht ganz 800 Leute. Aber man versucht so viele wie möglich, zumindest vom Sehen zu kennen. Also wir sind noch hart an der Grenze zum Mittelstand, würde ich sagen. Ich gucke mal hier, freigeben meiner Präsentation. Das ist immer wieder spannend, ob das auch richtig funktioniert. Sieht aber gut aus. Ne? Sieht gut aus, ja. Jetzt gehe ich mal auf den Präsentationsmodus. Zack. Ich gehe davon aus, Sie sehen jetzt die Präsentation. Wir sehen die Präsentation, genau. Okay, wunderbar. Dann beginne ich. Die Zeit ist knapp. Ein schneller Vortrag. Ich rede auch gerne eine halbe Stunde oder eine Stunde über das Thema, aber hier mal in aller Kürze ein Teaser quasi zu dem Thema. Was haben wir? Soll ich heute berichten über die Zukunft der Wärmedämmung? Also wir gehen zumindest davon aus, dass wir da einen Teil der Zukunft mitgestalten möchten. Das sind Wärmedämmverbundsysteme. Grundsätzlich waren ja nicht nur unbedingt gut gelitten in der Presse in den letzten Jahren. Da gab es viel Kritik, teilweise sicherlich auch zu Recht. Wobei wir uns natürlich ganz objektiv gesehen immer auf der guten Seite wähnten. Aber wir lernen täglich dazu. Da ging es um Brandschutz, da ging es um Zusatzstoffe in den Dämmplatten, da ging es um Biozide in den Oberputzen, da geht es jetzt weiter mit Titandioxid in den Putzen oder Mikroplastik überhaupt. Oder sind Materialien für sich sortenrein, oder sind es schon Mischwerkstoffe und machen es daher das Recycling schwierig? Da gibt es Schlagworte wie Urban Mining und Circle Economy und all das ist jetzt wichtig, ist in Zukunft sicherlich immer wichtiger. Und wir müssen uns jetzt auf die Zukunft vorbereiten. Das ist ein System, was funktioniert schon, was angewendet wird schon, aber natürlich beginnen wir jetzt gerade erst. Wir müssen das in den großen Maßstab bringen, damit wir einen Effekt erzielen. Und dafür bin ich heute hier, um da einen kleinen Schritt in Richtung Großmaßstab mit Ihnen gemeinsam zu gehen. Ich sagte schon Ressourcennutzung. Wir sind als Baubranche da kein kleiner Player. Wir sind verantwortlich für etwa 60% des Ressourcenverbrauchs, also nicht Weber alleine, sondern die Bauwirtschaft insgesamt. Wir sind verantwortlich für 35% des Energieverbrauchs, also auch des CO2-Emissionen. Und wir sind verantwortlich für 55% des Abfallaufkommens. Davon ist natürlich nur ein kleiner Teil während der Baustelle, also Baustellenabfall, Verpackung, Reste etc. Da können wir heute schon sehr gut Einfluss drauf nehmen, indem wir sehr hohe Rücknahmequoten für unsere Baustoffe haben und Recyclingquoten. Aber natürlich ist der größte Anteil das, was anfällt, wenn Gebäude zurückgebaut werden oder landläufig gesagt abgerissen werden. Das ist heute schon ganz anders als vor
20 Jahren, aber auch vor 5 Jahren. Es entwickelt sich stetig. Ne? Wenn Sie heute so eine Baustelle sehen, wie die Bagger schon trennen, Metall, Schrott und Beton auseinanderpflücken, die Kabel vorher rausgezogen werden, Fenster vorher demontiert werden. Also sowas ist heute bei großen Baustellen schon Standard. Aber da hat sich sehr viel in sehr kurzer Zeit entwickelt und diese Entwicklung geht sicherlich auch noch weiter. Und mit dem System, was ich heute vorstelle, wollen wir da eine weitere Möglichkeit für bieten. Buntwerkstoff sagt einiges, lässt Glimmes vermuten. Ne? Ein Wärmedämmverbundsystem ist natürlich ein zusammenhängender Werkstoff an sich. Und hier sieht man auch schon die Schwierigkeit verbundener Materialien. Hier ist mal eine Polystyroldämmung und ein dünnschichtiger Putz gezeigt. Wenn der in den Schredder geht oder abgerissen wird, entsteht halt ein Konglomerat aus verschiedenen Mischwerkstoffen, was technisch sicherlich trennbar ist, aber da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Der technische Aufwand des Trennens muss so gering wie möglich gehalten werden, weil diese Baustoffe oder diese Wertstoffe, die wir da haben, in der Regel in Tonnen bemessen werden, was ihren Wert angeht. Also da reden wir nicht von Euro pro Gramm oder Kilogramm gar, sondern tatsächlich, da sind wenige Euros pro Tonne. Vielleicht geht man da hoch in Reststoffwerten irgendwann mal in einen hohen zweistelligen Bereich, aber bis wir da im dreistelligen Bereich landen, da sind wir noch weit von entfernt. Wer weiß, in Zukunft werden Reststoffe sicherlich auch kostbarer werden und die Rohstoffe der Zukunft werden. Das ist nicht nur ein Schlagwort, das ist sicherlich die Realität, was in Zukunft auf uns zukommt. Sandverknappung ist nur ein Thema, Gipsverknappung ist das nächste, über die Einstellung der Braunkohleverfeuerung und Rauchgasentschwefelung, die dann entfällt, also auch kein Reha-Gips mehr. Also all solche Rohstoffe werden knapp und dann steigt auch der Preis. Dennoch, das Trennen muss einfach sein. Das nur ganz kurz. Es gibt die ersten Vorschriften öffentlicherseits, dass Baustoffe beim Einbau schon berücksichtigt werden müssen, dass es ein Recyclingkonzept gibt. Und hier unten sieht man ganz gut, es gibt erste Vorschriften, die zum Beispiel den Auftrag von gipshaltigen Produkten auf Neubau-Stahlbetonweise untersagen, weil das Abriss, die Trennen von Gips und Beton kaum möglich ist und Gipsreste den Beton verunreinigen, sodass er nicht mehr als hochwertiger Zuschlag benutzt werden kann. Das sind neue Vorschriften, das kommt jetzt Zug um Zug und da kommt sicherlich in Zukunft noch mehr. Da. Kreislaufwirtschaft beginnt mit der Wahl der richtigen Baustoffe. Was soll ich sagen? Weber ist natürlich immer beste Wahl, wenn man nach richtigen Baustoffen sucht, aber hier will ich das System kurz zeigen. Im Grunde genommen haben wir ein Standard-Wärmedämmverbundsystem, was lediglich mechanisch befestigt, also verschraubt an der Wand ist. Es entfällt die Kleberschicht zwischen Wand und Dämmstoff. Und es gibt eine zusätzliche Schicht auf dem Dämmstoff, die Trennung der oberen Mörtellagen vom Dämmstoff nachher erleichtert. Die Dübel, hier sieht man es, also die Dämmplatte wird an die Wand gestellt, wird verdübelt, ist eine etwas festere Dämmplatte als die Standarddämmplatte, weil sie eben nicht flächig verklebt wird, sondern punktuell verschraubt wird. Die Dübel haben solche Krönchen, die Zugkräfte der Dübel nochmal auf die Fläche verteilen und die praktischerweise eine Vertiefung mit sich bringen, wo man so einen Mineralwollpad einlegt, der den Dübel schützt für einen späteren Rückbau, also in einem fast Neuzustand erhält, dass der Schrauber auch packen kann und die Platte wieder zurückbauen kann. Darauf kommt ein dreilagiges, vollmineralisches Putzsystem. Dreilagig, wir haben eine Grundputzschicht, die, wo ich gerade schon gesagt habe, das ist Weber Armadura Base, nennt die sich, also eine stabilisierende Grundputzschicht. Sie sehen es nachher beim Rückbau, die Putzplatten stabilisiert, damit man sie besser vom Dämmstoff lösen kann und an einem Stück entnehmen kann und dann sammeln kann. Vollmineralisch meint, dass wir mit einem absoluten Minimum an besorgniserregenden Stoffen, will ich sie mal nennen, arbeiten. Wir versuchen immer weiter rauszurezeptieren, was nicht unbedingt im Putz sein muss. Das sind also mineralische Putze, keine Kunstharzputze, keine Silikonharze, keine Acrylharze drin. Da ist in vielen der Putze schon kein Titandioxid mehr drin. Da sind wir noch dabei, bei anderen Putzen das weiter rauszurezeptieren. Es sind keine Biozide enthalten. Also gerade in den mineralischen Putzen gar keine Biozide, in den organischen Putzen keine filmbildenden Biozide, also keine Filmbiozide, sondern nur noch die Konservierungsmittel, die im Topf wirken, um das Gebinde, wasserhaltiger Putz, ne, vor dem Faulen zu sichern. Aber
Auch da sind wir daran, die weiter rauszurezeptieren. Für die Fassade selber, die besonders giftigen Zuschläge für Verhinderung von Algenwachstum, Pilzwachstum, die haben wir schon komplett aus all unseren Putzen, und da sind wir der erste Hersteller in Deutschland, das muss ich nochmal betonen, komplett als erster Hersteller und einziger bisher aus all unseren Putzen ausrezeptiert. Also diese Biozide haben wir nicht mehr und trotzdem haben wir mit einer Technologie einen extrem hohen Schutz gegen Algen und Pilze. Das nennt sich Weber Aqua Balance Technologie. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen schon mal gehört. So diese dreilagige Putzschicht hat 30 mm Schichtdicke, bis zu 48 Kilo, also fast 50 Kilo Flächengewicht pro Quadratmeter. Wenn man das mal vergleicht mit einem Kunstharzputz, dünnlagig, da sind wir bei 3 mm Armierung, 2 mm Oberputz. Also wenn der Handwerker gut arbeitet, haben wir 5 mm erreicht. Das ist sehr viel weniger und zeigt so eigentlich, wie solide wir da unterwegs sind. Also es ist eine wirklich auch von der Haptik, wenn man mal gegen Knopf klopft, das ist ein quasi massives monolithisches Dämmsystem. Die Dämmplatte auch sehr schwere Qualität, sodass wir im Schnitt auf eine sehr hohe Raumgewichte kommen. Die sind im Bereich leichter Poroton und leichter Porenbetonsteine. Also sind wir quasi monolithisch, kann man sagen, vom Gewicht her. Der Aufbau, der Wandbildner, darauf verschraubt, rein mechanisch befestigt Dämmstoff. Darauf die die Armadura-Schicht, also die Grundputzschicht mit dem sogenannten Separationsgewebe. Das ist ein Standardgewebe, also auch das Gewebe, was wir in die Armierungslage einlegen. Das gleiche Gewebe liegt hier nur näher am Dämmstoff. Um das Trennen nachher von Dämmstoff und Putzschichten zu erleichtern. Und darauf Armierungsputz mit Gewebe, darauf der Oberputz, wie gerade erwähnt, natürlich mit dieser Aquabalance-Technologie ohne die Biozide. So, dann schneidet man das Ganze auf, die Baggerscheife greift in diese Paneels rein, die man aus der Wand geschnitten hat, und zieht das von der Wand. Man sieht hier schon ganz gut, der Dämmstoff bleibt nahezu unbeschädigt, es löst sich ein Flaum vom Dämmstoff. Die Putzschicht ist für sich stabil, die kann so von der Baggerschaufel abgezogen werden. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Gipskartonplatte, so von der Stabilität her. Und kann dann seitlich gelagert werden. Das Trennen von Gewebe und Putz ist sehr einfach mechanisch. Also einfach durch Klopfen schlägt man den mineralischen Putz aus dem Gewebe und hat das Ganze getrennt. Also schneiden, segmentieren der Putzschicht, herausgreifen und abziehen. Abziehen, hier sieht man schon Beschädigung da, wo die Baggerscheife reingreift. Aber wir haben ja hier ein einetagiges Gebäude. Das war ein Werksgebäude, ein ehemaliges bei uns auf einem Werksgelände, was wir da zum Test mal genommen haben. Natürlich gibt es da oben Beschädigung, aber bei größeren Gebäuden werden die prozentual natürlich klein. So, und dann greift man die Platte, legt sie zur Seite, raubt die Dübel raus, zieht die Dübel ab, nimmt die Dämmplatte von der Wand und kann die seitlich lagern zum Wiederverwendung. Vielleicht nicht für ein Wärmedämmverbundsystem, weil die Löcher drin sind, aber sicherlich von der Qualität für eine Unterestrichdämmung, für eine Gebäudetrennwanddämmung, für eine Dachdämmung. Also WDVS-Dämmung ist die höchste Qualität der Dämmstoffe. Und alles danach kommende ist niedrigere Qualitätsanforderungen. Also diese Platten eignen sich eigentlich zum Wiedereinbau in ein Wärmedämmverbundsystem und sind daher sicherlich geeignet für den direkten Wiedereinbau in untergeordnete Anwendungsbereiche. Nicht zuletzt kann man die natürlich zurückführen in die Produktion, einschmelzen und neue Platten draus machen, was aber klares Downcycling wäre. Oder einfacheres Downcycling wäre ein Zerflocken, Zerreißen und dann Anwendung als Einblasdämmung, als Flockdämmung, Einblasdämmung inzwischen Schale, Trennwand, Vorratsschalen. Herr Hinrichs, kurzer Zwischenruf aus dem Off. Wir haben noch 3 Minuten und wir haben eine ganze Reihe spannender Fragen aus dem Chat. Okay. Ich beeile mich, ich bin auch fast fertig. Sie sehen hier die Reststoffe, sortierbar, Dämmstoff, Dämmstoffrondelle, die Dübelköpfe aus Polyethylen und die Stahlschrauben PE ummantelt. Das ist ein harter Kunststoff, auch mechanisch. Wir haben es ausprobiert, einmal mit dem Hammer drauf, dann springt er zur Seite. Also lässt sich Stahl und Kunststoff auch einfach mechanisch, naja, oder thermisch trennen, was natürlich die schlechtere Wahl wäre. Das System hat den blauen Engel, selbstverständlich, wie gesagt, biozidfrei, ohne Konservierungsstoffe, VOC-frei, ohne Nanopartikel, ohne Mikroplastik, ohne organische Leichtzuschläge, ohne. Und deswegen, und da sind wir auch stolz drauf, wurde das unter anderem auch auf der letzten Messe, wo man sich noch physisch begegnen durfte, auf der Bau in München von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, als eines von ganz wenigen Exponaten auf deren Stand gezeigt.
Preise haben wir auch schon dafür bekommen. Die zeige ich Ihnen jetzt nicht allesamt. Aber Sie sehen an der letzten Folie, ich bin jetzt bereit und beantworte gerne Ihre Fragen. Wenn Sie die Präsentation ausschalten, dann können wir Sie auch sehen. Dann spreche ich hier nicht gegen die Kamera. Stopp, muss ich stopp? Stopp drücken. Stopp, Freigabe beenden. Ja, super, hallo. So, da bin ich. So, erste Anmerkung. Sehr interessantes System, schreiben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber die übliche Frage, wie hoch ist der preisliche Unterschied pro Quadratmeter im Gegensatz zu einem herkömmlichen WDVS? Also zunächst mal, der Preis für das herkömmliche WDVS ist immer schwer zu beziffern. Die Gebäudegeometrie ist das eine und die Ansprüche der Kunden. Das andere ist natürlich die Qualität. Es gibt riesige Qualitätsschwankungen zwischen einem einfachen Polystyrolsystem mit dünnlagigen Dämmstoffen, dünnlagigen Putzen und einem schon hochwertigen Mineralwolle-System mit dickschichtigen, ich sag nur Edelkratzputz obendrauf. Dann kommt dazu noch die riesige Preisspanne zwischen dem ersten Bieter und dem zweiten Bieter, die teilweise schon 50 oder, naja, in Extremfällen auch mal 100% sein kann. Deswegen ist so ein Preis zu sagen immer schwierig. Wir müssen schon mit Mehrkosten rechnen, aber die Kleberschicht entfällt, dafür haben sie eine weitere Schicht obendrauf, das hält sich ungefähr pari. Je mehr wir schulen, je näher wird sich der Preis anlehnen an den Standard hochwertiges System. Rechnen Sie im Moment vielleicht mit 10-20% Mehrkosten gegenüber einem hochwertigen Wärmedämmverbundsystem. In Zukunft wird sich der Preis annähern. Weil natürlich ist es, naja, die Exklusivität des Wissens, ne, des Handwerks, ist auch, können sehr gute Fachbetriebe damit beauftragen. Im Moment, wir arbeiten daran, auch die Masse zu schulen. Wir haben noch eine Frage, die ich gerne zulassen würde. Es sind ja aufgefallen, die vielen Dübel. Unsere aufmerksamen Zuschauer fragen, wie hoch ist denn dann der U-Wert-Zuschlag, wenn man die Wand so zudübeln muss? Sie haben keinen U-Wert-Zuschlag. Also wir haben Dübel mit niedrigstem Wärmedurchgang. Das sind viele Dübel im Vergleich mit einem normalen System. Wir haben 5 Dübel pro Platte. Da sind wir sonst bei normalen Systemen in hohen Randbereichen. In dem Bereich, das stimmt, das sind viele Dübel, dafür entfällt die Kleberschicht. Ich muss aber sagen, also die Dübel werden nicht angerechnet, was aber auch ein Riesenvorteil dieses Systems ist, ist, dass über die Dübel die Platte direkt auf die Wand gepresst wird. Sie haben überhaupt keine Gefahr der Hinterlüftung, was bei Standardsystemen bei etwas schlechterer Verarbeitung schnell vorkommen kann. Sie haben die Kleberbatzen, die Punkt-Wulst-Methode, dass Sie hinter dem Dämmstoff eine Luftschicht haben. Und wenn das nicht ordentlich ausgeführt ist, gibt es immer die Gefahr der Hinterströmung von Luft. Und das entfällt komplett. Deswegen gehen wir eigentlich in der Praxis von einer besseren Wärmedämmung aus. In der Theorie wird dieses Faktum aber nicht angerechnet. Perfekt, sehr ausführliche Antwort. Danke Ihnen sehr. Es gab noch eine Reihe weiterer Fragen, die bringen wir leider heute nicht unter. Die stellen Ihnen dann die Kunden persönlich. Danke. Sie dürfen mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich denke, die E-Mail haben Sie. Schreiben Sie mir gerne, ich antworte gerne auf die Fragen. Danke für den spannenden Vortrag. Ich müsste Sie jetzt bitten, den Raum wieder zu verlassen, weil wir es wie im echten Leben machen, nur wenn einer rausgeht, auf einer rein. Also vielen Dank, auf Wiedersehen und einen schönen Tag Ihnen noch allen zusammen. Dankeschön.